Bei diesem Anblick werden Feinschmecker wohl große Augen bekommen oder ihnen auch ein bisschen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ein Hauch von Kaviar auf Spaghetti. Und Tierfreunde werden diesen speziellen Kaviar künftig auch nicht mehr ganz so kritisch betrachten. Der Schweizer Hersteller Kasperskian ist einer der wenigen Produzenten, der die Störe nicht tötet. Die Fische werden für die Gewinnung nicht geschlachtet, sondern gemolken. Künftig wird dieses Gericht auch als Vorspeise auf der Karte des Sternenrestaurants Goldberg in Fellbach stehen. Sternekoch Philipp Kovac, Inhaber Jörg Rauschenberger und Thomas Jäger, der Geschäftsführer des Kaviar-Produzenten, haben auch schon stilecht mit Champagner auf die neue Zusammenarbeit angestoßen. Aber auch wenn das Gewissen nun etwas beruhigt ist, der Geldbeutel wird natürlich auch bei diesem Kaviar nicht geschont. Für eine 30-Gramm-Dose müssen schon mehr als 70 Schweizer Franken bezahlt werden.